Sey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum ersten Squad-Builder in FIFA 16 Ultimate Team. Heute ein bisschen besonderes Video, denn ich werde euch meine beiden momentanen Primera Division Teams zeigen, sozusagen die Teams, mit denen ich in der ersten Liga, also in Division 1 momentan aktiv bin. Und das Ganze tue ich aus einem gewissen Grund, den ich euch gleich erklären werde. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da ist eine großartige Unterstützung. 1000 Likes wären mega, mega nice und ihr wisst, es ist für euch nur ein Klick und für mich bedeutet es wirklich viel. Weitere Unterstützung möglich in der Videobeschreibung, Randrun, Instagram, Facebook, Twitter und so weiter und so fort. Gut, es sind zwei Teams, die ich euch vorstellen werde. Ich werde euch danach keine Tore zeigen, sondern Ingame-Clips, das heißt Szenen aus den beiden Spielen. Vom einen Team wirklich nur positive, vom anderen Team naja, warum? Werde ich euch gleich erklären. Zunächst einmal, warum zeige ich euch diese beiden Teams? Ganz einfach, ich werde sie verkaufen. Ich werde das in Zukunft so handhaben, dass ich mit meinen zwei Standard-Teams in der Liga spielen werde. Das eine kennt ihr aus der Dealbreaker-Episode mit Paloski, wenn ihr die geguckt habt. Das ist, das kann ich euch sogar ganz kurz mal zeigen, glaube ich. Oder ich habe es gelöscht. Ich glaube, ich habe es gelöscht, ja. Das ist auf jeden Fall das Team mit Paloski und Paco Alcácer in Form vorne in der Sturmspitze. Und ein anderes habe ich auf Footer gepostet, auch da. Könnt ihr gerne vorbeigucken. /user/maxgamingtv ist da meine URL quasi. Könnt ihr auf jeden Fall mal folgen, beziehungsweise auch die Squads upvoten und da seht ihr mein neues 10k, beziehungsweise durch den Inform German Lux, der rauskommt, ist 20k Division 1 Team. So, mehr braucht man übrigens auch nicht, weil, ist Coins-Verschwendung und man kann auch mit solchen Teams gewinnen. Gut, warum mache ich das Ganze überhaupt? Warum verkaufe ich die Spieler, warum verkaufe ich die Teams? Die sind ein bisschen teurer. Ich will ein bisschen mehr Coins haben für 7-Minute-Squads, für Deal-With und so weiter und so fort. Und einfach, die auch mehrere Teams ausprobieren möchte. Ich baue momentan extrem viele auf Footed. Und um das zu machen, muss ich einfach Coins haben und dementsprechend verkaufe ich diese teureren Teams. Ich denke mal, das ergibt in gewisser Weise Sinn. Wir fangen einfach an und starten mit dem Team, was ich nicht so mag. Und zwar ist das mein 4-3-3-4 Team. Im Tor haben wir da den Brasilianer Victor. Ich mache jetzt erstmal die Verteidigung und das Mittelfeld in den Angriff und sage dann was dazu. So, Victor im Kasten. Davor haben wir dann den Innenverteidiger Juan Jesus. Das ist totaler Schwachsinn. Das ist Adelan Santos. Und auf der rechten Seite, da müssten wir, wen müssen wir denn da haben? Das ist eigentlich eine relativ gute Frage. Das gucken wir gleich nochmal nach. Links haben wir auf jeden Fall keinen Brasilianer, das weiß ich, denn da haben wir den Kollegen, wo ist er denn? Nacho auf jeden Fall. Als zentral-defensiven, als Rechtsverteidiger. Wie haben wir denn als Rechtsverteidiger in diesem Team? Das ist eine richtig gute Frage, Freunde. Guck mal, das weiß ich gar nicht, weil ich das Team nicht so mag. Lichtsteiner ist es nicht. Ich weiß gar nicht, wer es ist. Ich kann es euch echt nicht sagen gerade. Ich bin total verwirrt. Wer spielt auf der rechten Seite? Das ist die große Frage, die ich mir jetzt stelle gerade. Ich glaube, wir werden früher oder später noch rausfinden. So, auf der 6 auf jeden Fall spielt dann Gregorz Krychowiak und den zähle ich nochmal zur Defensive mit dazu und deswegen kann ich dann im Endeffekt sagen, dass dieses Team in der Defensive doch relativ solide ist. Wir haben im Tor Victor, der ist an sich richtig stark. Davor hat er Lan Santos und Nacho. Nacho ist sehr schnell, physisch relativ stark, ist ein guter Verteidiger. Nicht ideal, aber auf jeden Fall gut. Santos langsam, aber dafür, wenn er im Zweikampf ist, sehr, sehr stark, fast unüberwindbar, genauso wie Krychowiak, der in der Luft noch dazu richtig stark ist. Leider offensiv nicht so die Qualitäten. 62 Dribbling, 57 Shooting sprechen für sich, aber mit 71 Tempo relativ schnell. 72 Passen sind auch in Ordnung und der ist der absolute Superlink in diesem Team. Ich bin gerade wirklich verwirrt. Ich müsste hier normalerweise das kommt auch überhaupt nicht hin. Sonst, weil wenn ich jetzt, guck mal, ich habe jetzt hier bla und hier blub und dann müsste ich hier eigentlich bla und blub haben. Aber ich weiß nicht, wen ich da habe. Ich bin hundertprozentig ehrlich, ich bin gerade total verwirrt. Weil normalerweise passiert mir sowas ja überhaupt nicht und erst recht nicht gerne. Aber ich bin gerade wirklich komplett irritiert, weil ich mich nicht erinnern kann, wer auf dieser Position steht. Und das ist aber eigentlich auch kein gutes Zeichen, weil normalerweise müsste ich es wissen und wenn ich es schon nicht mehr weiß, dann könnte ich nicht so gut gewesen sein. Eine Sekunde mal eben, kurzer Cut. So, ich weiß es wieder, es war doch gar nicht so schwierig, wie ich dachte. Es war doch der Spieler, den ich zuerst dachte, aber der ist halt auch in einem anderen Team von mir momentan aktiv. Und zwar ist das einmal Juan Jesus und auf der Rechtsverteidigerposition haben wir den Kollegen, den ich gerade auch schon mal kurz im Blick hatte, und zwar nicht auf dem Transfermarkt, sondern in meinem Verein. Und zwar heißt der Martin Montoya. 76 Tempo, 76 Physis, 76 Defending, 86 Tempo meinte ich, 76 Dribbling, Defending und Physis, 72 Passen, ist ein guter Rechtsverteidiger, hoch mit Arbeitsrate, Forster Week, der ehemaliger Barcelona-Spieler, hat mir mit am besten gefallen in diesem Team, weil er wirklich sehr solide war auf seiner Seite. Jesus,
war nicht so stark. Allgemein war in diesem Team das größte Problem, beziehungsweise eines der größten Probleme, die Defensive. Und die Offensive eigentlich auch. Die Defensive stand auch meistens solide. Meistens. Manchmal auch ein Patzer. Aber die Offensive war wirklich das größte Problem. Da kommen wir jetzt einfach mal zu. Zentrales Mittelfeld haben wir einmal Thiago Alcantara. Zentral offensives Mittelfeld haben wir Mario Götze. Und im Sturm haben wir auf der linken Seite Kollege Konoplyanka. Jevgen heißt es mit Vornamen, Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang, und auf dem rechten Flügel, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, haben wir einen rechten Mittelfeldspieler, zumindest ist ja bei mir ein rechter Mittelfeldspieler als Karte da, und zwar Henrik Mkhitaryan. So, Thiago an sich eine gute Karte, 9 Spieler, ein Tor, eine Vorlage, spricht aber nicht für sich. Hat mir gut gefallen wegen dem Dribbling und wegen dem Passspiel, allerdings, ja, die beiden hier waren so ziemlich die, oder die drei waren die, die mir am besten gefallen haben. Warum, komme ich gleich nochmal zu? Thiago war auf jeden Fall gut, nicht überragend, aber das könnte auch daran gelegen haben, dass er einfach auf seiner Seite viel mit hinten eingebunden war und einfach einen schwachen Partner hatte mit Mkhitaryan, da komme ich gleich nochmal zu. Götze war richtig gut, hat mir extrem gut gefallen, ist auch, 3 Tore, 2 Vorlagen in diesem Team gar nicht mal so schlecht gewesen. Ich habe allgemein, wenn dann immer nur 1-0 gewonnen oder sowas, ja, hat Tore geschossen, hat Pässe gespielt, hat ein gutes Dribbling, ist nicht mehr so schnell, aber dafür die Forster-Skills, gefällt mir einfach gut. Ich mag Götze einfach, ist unser WM-Held und von daher in Ordnung. Und Aubameyang, wisst ihr ja schon aus der 7-Minute-Squad-Folge, 28 Spiele, 24 Tore, hochkriegen Arbeitsraten, ist ein richtiges Biest, kam in diesem Team auch nicht zur Geltung, einfach als alleinige Spitze, er kann nicht so die Räume reißen, er kann nicht so die Lücken finden und kann sein Tempo nicht so ausspielen, was ein bisschen schade ist. Konoplyanka hat mir nicht wirklich gefallen, der hat gar nichts gerissen, 9 Spiele, ein Tor, der war total unauffällig, das ist mir ein bisschen, ja, sauer aufgestoßen, könnte man sagen. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat, Mkhitaryan. Ja, 26 Spiele, 3 Tore, 3 Vorlagen sprechen für sich, ne? Hoch Arbeitsraten, vielleicht liegt's daran. 5-Star Weakfoot merkt man nicht, 4-Star Skills, ja. 86 Tempo, 86 Dribbling. Der Abschluss ist einfach mega schwach, die Physis merkt man überhaupt nicht, das Dribbling, naja. Er fühlt sich wirklich einfach scheiße an. Das ist wirklich ganz schrecklich bei ihm. Ich find's schade, weil ich mag den ja an sich vom Charakter her nicht, aber als Spielertypen, nur in FIFA, weiß ich nicht. Hat mir nicht gefallen, genauso wenig wie Konoplyanka. Wenn er am Ball war, war gut, aber er kam halt, aber der war absolut nicht eingebunden. Absolut nicht. Und das fand ich komisch. Und das vom anderen Team auf jeden Fall besser. Also dieses Team habe ich mir mehr von erwartet, war auch meine Primavera, also das Team, was ich als erstes gebaut habe. Aber leider Gottes hat mich ein bisschen enttäuscht. Das andere Team war besser und ich mache das jetzt einfach mal ganz easy. Sekunde. So, Freunde, gleiches Squad, einfach nur die Formation gerne und die Spieler rausgetan. Nebenbei bemerkt im anderen Team, alle Spieler waren ihr Geld so gesehen wert. Ich denke mal auch Mkhitaryan, dass seine 1500 Münzen an sich wert, wenn man ihn richtig spielen kann. Aubameyang ist seine 25.000, die er momentan noch kostet, wert. Haben 50.000 gekauft, ist bitter. Götze ist sein Geld wert. Konoplyanka auch, Krychowiak sowieso, und die Verteidigung ist allgemein günstig. Von daher könnt ihr da nichts falsch machen. Adelan Santos könnt ihr auf jeden Fall ausprobieren. Der ist zwar langsamer, dieses Jahr kommt nicht auf Tempo an. Und deswegen ist das auf jeden Fall ein richtig geiler brasilianischer Innenverteidiger. Gut, aber jetzt kommen wir zu meinem anderen Team und das hat mir deutlich besser gefallen. Wir machen einfach direkt schnell im Tor. Robert Zieler in Form. In der Innenverteidigung haben wir dann logischerweise, ich denke mal, ihr könnt euch schon denken, welcher Innenverteidiger da stehen wird, wenn wir Zieler im Tor haben und ich No Links Wasted spiele. Es wird natürlich Kollege Marcelo sein. Linker Innenverteidiger. Da haben wir dann einen weiteren Brasilianer. Und zwar diesmal, ich muss immer so viel suchen, ich habe so viele Spieler im Verein. Gabriel in der Linksverteidigerposition, beziehungsweise auf Linksverteidiger-Spot haben wir Kieran Gibbs. Auf der rechten Verteidigerposition haben wir dann den besten Rechtsverteidiger im Spiel wahrscheinlich, und zwar Stefan Lichtsteiner. Hat mir richtig gut gefallen, allgemein die Defensive. Gabriel war nicht so auffällig, Marcelo extrem zweikampfstark, extrem gut allgemein, 40 Spiele bereits für mich und 2 Tore gemacht. Dazu haben wir Gibbs, der extrem stark war auf der Außenposition, Lichtsteiner, sogar torgefährlich und vorlagengefährlich, ist extrem stark, was das Spiel nach vorne angeht, ist ein super Spieler zum Überlaufen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ausprobieren, wenn ihr da könnt, kann ich euch nur weiterempfehlen. Defensive allgemein sehr solide, hat mir extrem gut gefallen, daran hapert es auf jeden Fall in diesem Team überhaupt nicht. Auf der 6 haben wir dann einen Spieler namens Casemiro. Auf der 10 haben wir die Kreativzentrale, das ist Isco Alcaro. Und im linken Mittelfeld haben wir dann einen linken Flügelspieler. Und zwar ist das Kollege Non-Rare Star Iker Muniain. Und im rechten Mittelfeld haben wir den kolumbianischen Nationalspieler Juan Cuadrado. Casemiro als Sechser, sehr, sehr solide. 75 Defending zwar nur, aber trotzdem einen richtig guten Job gemacht. Vor der Abwehr 81 Physis. Man merkt einfach, dass das ein ziemlicher Klotz ist da vorne, beziehungsweise da hinten drin. Mittel-Mittel-Arbeitsraten sind auch gut, weil er ein bisschen mit nach vorne arbeitet. Einen guten Schuss hat, einen guten Freistoß hat und allgemein ein guter Allrounder ist, kann man nur weiterempfehlen. Das Rating, die Nationalität bei dem Verein, ideal quasi. Dann haben wir Cuadrado, arbeitet mit nach vorne, arbeitet mit nach hinten, mittlere Arbeitsrate nicht ideal für einen Flügel, für einen rechten Mittelfeldspieler auf jeden Fall nice. Dazu die 5-Star-Skills, hat richtig Spaß, mit dem zu spielen, dazu gutes Flankenspiel, sehr oft einfach, wenn du ihn schicken kannst, schick ihn und der wird schon irgendwie was Gefährliches kreieren mit seinen 87 Dribbling, 71 Füße dazu nicht zu schwach, der Schuss ist auch gut, wie gesagt, das Passspiel auch und das Tempo ist natürlich überragend. Muniain hat mir auch sehr gut gefallen, 85 Tempo, 84 Dribbling, non-Rare Karte,
kein Tor gemacht, aber Forster skillt hoch mit Arbeitraten, leider nicht physisch so stark, aber allgemein relativ gutes Passspiel und wenn man mit ihm auf der Außenposition dribbelt und dann den Ball einfach in der Mitte spielt, auf beispielsweise Isco, der den weiterverteilt, dann kann man da wenig falsch machen. Isco auf der 10, sehr, sehr gut, hat mir mit am besten gefallen, beziehungsweise am besten gefallen aus diesen 10 Spiele, 4 Tore, 4 Vorlagen. Forster skillt 75 Tempo, 87 Dribbling, 75 Shooting und 80 Passen, physisch gar nicht mal so schwach, kam mir relativ stark vor, 80 Passen ist sehr, sehr gut, 87 Dribbling ist perfekt, bei dem fühlt sich wirklich jeder Ball am Fuß unfassbar geschmeidig an. 75 Shooting ist auch in Ordnung, kann aus der Distanz, kann aus der Nähe, kann eigentlich alles, jeder Ball, wenn man so wirklich in einer guten Position ist, ist drin und das Tempo ist auch absolut in Ordnung. Im Sturm waren dann zwei Kolumbianer und zwar auf der einen Seite Jackson Martinez und nicht Aubameyang, nein, Jackson Martinez und auf der anderen Stürmerposition haben wir den Kollegen Carlos Bacca. Kann man noch den Info mitstellen, ich habe die Nonnenform-Version genommen, weil ich ja einfach nicht so viel Geld ausgeben wollte und nicht so viel Geld habe. 83 Tempo, 83 Shooting, 80 Dribbling, leider nicht so kopfballstark, wie ich gedacht habe, hoch mit Arbeitsraten, dummerweise zwei Ständes Kills und Weakfoot, aber ansonsten wirklich ein sehr, sehr starker Stürmer mit einem extrem starken Abschluss. Dazu natürlich 6 Tore und 4 Vorlagen in 10 Spielen. Ist eine gute Quote, 77 Physis, 65 Passen. Kannst du auf jeden Fall benutzen dieses Jahr. Ist spielbar. Wie gesagt, Weakfoot und Skills sind ein bisschen doof, aber im Notfall kann auch mal einen Kopfball reinmachen und das Stellungsspiel ist einfach bombastisch. Von daher sollte ich mit dem keine Probleme haben. Ist ein richtiger Sturmtank. Genauso wie Jackson Martinez auf der anderen Seite. 10 Spiele, 9 Tore, 2 Vorlagen, Forster, Skills und Weakfoot. Deutlich besser als bei Bacca. 81 Tempo, 82 Dribbling, 85 Physis. Ist ein bisschen, ja, klotziger könnte man noch sagen. Ist ein bisschen langsamer, fühlt sich ein bisschen sluggish an, also ein bisschen träge. Dazu nicht ganz so agil. Ist zumindest teilweise mir so aufgefallen, aber dafür deutlich kopfballstärker. Ein extrem starker Abschluss, gutes Stellungsspiel, genauso wie Bacca. Also diese Sturmkombination auf jeden Fall empfehlenswert, wenn ihr auf solche Power-Spieler da vorne drin steht, die nicht unbedingt so viel Dribbelstärke haben müssen, sondern mehr, naja, Abschluss, Kopfballstärke und so weiter und so fort. Sind Allround-Stürmer, abgesehen von Baccas Forster, ja, Weakfoot-Mangel, aber auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert. Dieses Team kann ich jedem von euch ans Herz legen, ist nicht so teuer, man kann es ergänzen mit beispielsweise auf der linken Seite Nolito in Form oder im Sturm mit Bacca in Form oder mit jedem kolumbianischen Stürmer Falcao und dann hier Willian und dann hier Branislav Ivanovic und dann hier eine andere Kombination als Innenverteidiger, Linksverteidiger beispielsweise Castan und Cole oder Castan und sonst wer, ist auf jeden Fall alles möglich und glaubt mir, dieses Team ist gar nicht mal so schlecht. Werdet ihr auch In-Game-Clips sehen, die jetzt folgen. Das Video wird relativ lang, aber gut, es ist quasi das Ersatzvideo für das eigentliche Video, was heute kommen sollte, mit dem anderen YouTuber. Da gab es Komplikationen, deswegen kommt das erst nächsten Sonntag. Es tut mir leid, aber ich denke mal, ihr könnt es überleben. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn euch die Hore gefallen, die Szenen, lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns am nächsten Mal wieder. Ich bin gespannt, ob es irgendwann nochmal wieder ein Squadplayer geben wird. Vielleicht gefällt es euch ja, dann werde ich in Zukunft weitere machen. Eventuell mit den Teams von Footed. Wenn euch die gefallen, lasst einfach ein Like auf Footed da. Würde ich mich außerdem freuen. Bis dann, wunderschönen Tag noch. Haut rein und ciao.